Huhu, wundert euch nicht über den Hintergrund und über meine fröhlichen Farben. Ich war ja früher Bekleidungsingenieur in meinem weltlichen Beruf und habe Mode designt und das kommt jetzt gerade so ein bisschen durch. Es gibt da auch Videos von früher, es ist schon länger her, ein paar Jahre, wo ich ungeschminkt war und wo ich also da nicht so viel Wert drauf gelegt habe, aber im Moment ist es sehr aktuell, ja, sehr spannend. Heute geht es um die kollektive Matrix-Umprogrammierung. Das ist ein Impuls von der geistigen Welt. Sie ist schon da, man merkt es am Krabbeln in meinem Gesicht. Um die Matrix-Umprogrammierung, die wir zusammen mit der Unterstützung der geistigen Welt machen sollen. Und zwar läuft das ganze Programm ja eigentlich schon ungefähr 100 Jahre. Und innerhalb dieser Zeit sind immer wieder, besonders in der letzten Zeit, immer wieder Dinge aufgetaucht, die uns gezeigt haben, wie man uns nicht die Wahrheit sagt. Also es wie was früher verschleiert wurde, das kommt jetzt immer mehr zutage, ihr wisst es ja selbst. Und mit Hilfe der geistigen Welt werden wir am Ende des Videos zusammen ein ganz hoch energetisches Channeling erhalten, um zusammen eine Ungültigkeitserklärung für negative C-Beeinflussungen vorzunehmen, um also die geistige Welt zu unterstützen, die kollektive Matrix-Umprogrammierung mit unserer Hilfe, mit unserer Manifestationskraft voranzutreiben. Das ist ganz hohe Lichtarbeit und es wirkt, wir greifen also nicht in den Willen anderer Menschen ein, sondern es sind Energien, die einfach dann da sind, die auf die Menschen strahlen und der eine oder andere wird dadurch leichter ins Erwachen kommen. So wurde mir das erklärt und wow, ich finde es richtig toll und schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist und die neuesten Botschaften von mir, von der geistigen Welt erhältst. Und wenn du das gerne immer haben möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, denn dann wirst du immer auf dem Laufenden sein von allem, was gerade geistig up to date ist. Und natürlich aktiviere auch die Glocke, dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir hochkommt. Wenn ich hochgeladen habe. Was wichtig ist, mit unserer Kraft und zwar mit unserer Gedankenkraft können wir die kosmischen Gesetze nutzen. Das heißt, es geht um die Manifestation, um das Manifestationsgesetz und natürlich das Resonanzgesetz. Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn ich jetzt was Positives manifestiere, ziehe ich natürlich das Positive an. Und genau das wird eine Umstrukturierung dann ermöglichen. Von allen belastenden Dingen, die werden sich dann in das Positive umwandeln, soweit wir das immer wieder manifestieren. Und wir werden also eine ganz große Unterstützung heute von der geistigen Welt dafür bekommen. Mich krabbelt schon wieder an der Nase, das heißt, die sind alle da und sie warten direkt auf uns, dass wir hier zusammenkommen und zusammen wirken werden. Es ist sowieso jeder Einzelne für sich aufgefordert, sein Leben so anzupassen oder umzupassen, einfach Anpassungen vorzunehmen und gut für sich zu sorgen. Ihr dürft niemals vergessen, und das wird so oft gesagt, wir sind ja am Beginn eines neuen Zeitalters. Und gerade am Anfang ist es sehr heftig, weil die Energien alles weiß noch nicht so richtig, wo ihr Platz ist, wo sie hin sollen und wir ja natürlich dann auch. Und deswegen ist es also für uns wichtig, dass wir nach innen gehen und gucken, was ist denn jetzt mein Weg? Wie möchte ich, wie kann ich am besten für mich sorgen? Wie möchte ich mein Leben zukünftig gestalten? Das möchte ich euch ans Herz legen. Und es ist keine Eile geboten. Es ist auch kein Zwang. Aber im Fluss der Zeit trägt dich das Leben einfach in die Veränderung sowieso hin. Und wir, ein jeder Einzelne, hat es in der Hand, dieses Leben so zu gestalten, wie man es auch wirklich möchte. Und das werden wir heute auch zusammen tun.
dieses neue Zeitalter bringt uns auch dazu, wirklich neue Wege zu gehen. Und am besten gelingt es, neue Wege zu gehen mit einem tiefen Gottvertrauen, in der Zurückerinnerung an die Kraft und die Liebe Gottes. Und für alle, die es noch nicht wissen, was Smarana bedeutet. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und allein das Wort Smarana, das kommt ja aus dem Sanskrit. Und wir haben also das zweite A am Schluss dazu bekommen in die Anbindung an die neue Zeit. Und dieses Wort Smarana, ich kriege gerade überall Gänsehaut. Allein wenn du das aussprichst, bringt dich in die Nähe Gottes, bringt dich dazu, deine Kraft zu fühlen, deine Herkunft zu fühlen, zu spüren, dass die Liebe Gottes alles ist, was dich im Moment unterstützen kann. Dass die Gebete zu Gott, dass das der Weg ist, den wir gehen sollten. Natürlich kann jeder für sich entscheiden, was richtig ist, wo er sich hingezogen fühlt und eben für sich seinen Weg im Leben gestalten. Was ich euch gebe, sind alles Anregungen, Durchsagen der geistlichen Welt und jeder für euch sollte einfach überprüfen, was zu ihm passt und wie er das dann gerne machen möchte. Ich bin einfach ein Bote und überbringe die Botschaften und die Energien. Also am besten kann man die neuen Wege gehen, wenn man das Urvertrauen in sich spürt. Und die Stärkung des Urvertrauens geht natürlich mit der Liebe, mit der Selbstliebe und mit der Liebe zu Gott. Und das werden wir auch heute alles machen. Ich möchte so gerne, dass es euch gut geht und dass ihr diese Kraft spürt, die dadurch entstehen kann, durch die schwierige Zeit im Moment durchzugehen, weil, und jetzt kommt das Schöne, wir werden zusammen eine Ungültigkeitserklärung für negative C-Beeinflussungen machen. Wir werden das manifestieren. Und das wird, ich muss gerade mal husten, das wollte jetzt aus meinem Hals raus, da war auch noch eine Blockade drin. Das werden wir zusammen machen und ich bin ja auch nur ein Mensch, stellt mich nicht auf einen Sockel, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe auch so meine Schwierigkeiten manchmal und das war jetzt gerade eine Blockade, die sich lösen durfte, damit ich nachher umso freier für euch channeln und sprechen darf. Es gibt einen wunderbaren Satz, den möchte ich euch gerne sagen. Der heißt, nichts Wahres kann verletzt oder zerstört werden. Nichts Wahres. Also die Wahrheit. Wahrheit wird immer bleiben. Aber all das andere, die Lügen, die man uns auftischen möchte, die wir glauben sollen, die werden niemals standhalten. Und das ist das Wichtigste, darum geht es, das zu wissen. Also nichts Wahres kann jemals verletzt oder zerstört werden. Und das heißt doch, wie viel Kraft die Liebe hat, wie viel Kraft die Wahrheit hat. Und ich finde, das ist so schön zu fühlen und zu wissen. Das ist also wundervoll. Was wir auf dem ganzen Weg, den wir gehen, so für mich auch noch beachten sollten, ist einfach die Bewertung oder sozusagen die Nichtbewertung unserer Mitmenschen. Denn wir wissen ja, jeder steht gerade an irgendeinem Punkt in seinem Leben, was zu seiner Lebensaufgabe gehört und wo er durch muss, was er sich selbst ausgesucht hat und wo er einfach, es nützt gar nichts, da muss jeder selbst hindurch. Und deswegen können wir überhaupt nicht sagen, dass jemand schlechter oder besser ist, nur weil er gerade auf einem Punkt im Leben ist, der einem vielleicht nicht gefällt. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber es ist so, was ich in meinem Leben für Erfahrungen gemacht habe, der leichtere Weg letztendlich, der einfachere Weg, um mit sich selbst ins Klare und ins Reine zu kommen. Denn man baut dadurch nichts Negatives auf, sondern man ist
eher in der Neutralität und das gibt einem ganz viel Kraft. Also es werden durch diese Nichtbewertung keine Emotionen aufgebaut, keine negativen Emotionen. Und genau die negativen Emotionen sind ja das, was uns das Leben schwer macht, was dann selbst Negatives anzieht. Also achtet bitte einfach auf das, was ihr denkt oder hört oder sagt, denn es beeinflusst uns doch unbewusst. Und wenn eben mal ihr feststellt, oh, das war jetzt tatsächlich eine negative Bewertung, dann ändert sie einfach um in etwas Positives. Eine positive Bewertung hat 100-mal mehr Kraft als eine einzelne negative. Von daher ist es natürlich ein Trost. Also es ist nie zu spät und es ist immer wieder möglich, in das Positive hineinzugehen. Was ganz wichtig jetzt auch ist, sobald du beginnst, aus der Bewertung herauszugehen, wirst du leichter auf deinem Seelenweg vorangehen können. Weil du bist dann nicht mehr von außen so gestört, ist ein komisches Wort, du wirst nicht so sehr gestört durch negative Dinge, weil du die annimmst, so wie sie sind und dich nicht weiter darum kümmerst. Und dadurch gehst du auf deinem Seelenweg in einer Freiheit und kannst deine Seelenaufgaben auch tun. Das bedeutet, dass du dadurch in die Fülle auch kommst, weil du ja nur noch so weit wie möglich positiv denkst oder neutral bist. Und das ist der Weg für einen Lichtarbeiter, der wirklich das Leben leichter und angenehmer macht. Die Bewertungen, das ist so eine Sache, wir sind so erzogen worden und es wird überall ständig laufend bewertet. Aber man kann es lernen und je weniger man bewertet, umso einfacher ist es. Und wenn du jetzt ganz genau bist, dann könntest du mir jetzt auch vorwerfen, dass ich bewerte, weil ich das so erzähle. Das stimmt schon, aber wie soll ich es denn sonst sagen? Man muss es ja irgendwie sagen und ich glaube aber, dass ihr es auch versteht und dass es richtig ankommt. Ja, und ich denke, die hohen Räte des weißen Lichtes melden sich schon. Wir werden heute das Channeling und die Meditation und die Energien von den hohen Räten des Lichtes, des weißen Lichtes bekommen und oh, das wird wunderschön werden. Ja, schön, dass du da bist und dass du dich interessierst für die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt, denn wenn du meinen Kanal abonnierst, wirst du diese immer bekommen, wirst du immer informiert werden. Und auch wenn du die Glocke aktivierst, wirst du sofort von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, immer die neuesten Botschaften zu erhalten. Und da freue ich mich auch sehr darauf. Und ich freue mich auch sehr auf das, was jetzt kommen wird, denn wir werden zusammen wundervoll wirken. So, jetzt bereite ich mich mal energetisch drauf vor. Ich sprühe mich natürlich immer gerne ein. Also ich habe das einfach gern. Das müsst ihr gar nicht unbedingt auch machen. Es hilft mir nur leichter, in die Verbindung zur geistigen Welt zu kommen. Also sofort, wenn ich das gesprüht habe, dann tut sich hier so eine ganz andere Energie auf. Und mal sehen, was die geistige Welt uns alles sagen wird. Vielleicht sage ich dann am Schluss vom Channeling noch mal was dazu, vielleicht auch nicht. Das wird sich dann zeigen, je nachdem, wie die Botschaft ist. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude und Kraft dabei. So, das erste war das Ursprungslicht, das zweite ist die Fülle und Smarana. So, jetzt haben wir drei Essenzen. Oh, und ich schicke sie euch auch mal rüber, dass ihr auch was davon abbekommt und so dann in der Energie erhöht werdet. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Thank you.
Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für alle hier Anwesenden. Für jeden Mensch, der diese Botschaft hören wird. Und ich rufe die hohen Räte des weißen Lichtes, uns durch diese Botschaft zu führen. Und so strömt ein das platinfarbene Netz des Lichtes, der Liebe und des Vertrauens. Die hohen Räte des weißen Lichtes ziehen ein und tragen ihr großes Licht zu dir, geliebter Mensch. Schön, dass du heute hier bist. Und schön, dass du mit uns zusammen für das Große und Ganze wirken möchtest. Bevor wir beginnen, möchten wir dich fragen, ob du dies mit uns tun möchtest. Beantworte diese Frage mit deiner inneren Stimme, denn wir fühlen und hören deine innere Stimme und werden dann so für dich wirken, wie du entscheidest. Denn du allein entscheidest und erlaubst, wie es sein soll. Und so stellen wir die mächtigen Energien aus den Dimensionen für dich zur Verfügung. So steigt nun die Energie langsam an. Erlaube dir, dich von den Energien tragen zu lassen und öffne dich so weit, wie du magst, damit du diese Energien empfangen kannst, die wir dir senden. Zuerst werden wir dich erinnern an deine Herkunft. Denn damals, als du, dein Licht, deine Matrix entstanden ist, warst du noch im vollsten Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen möchten wir gerne jetzt stärken. Wir senden dir Energien von Gottes Liebe. Erkenne deinen Weg. Erkenne dein Licht und erkenne, dass du vertrauen darfst auf dein Herz, auf deine Seele und deine göttliche Führung. Und nun, geliebter Mensch, möchten wir dich bitten, gemeinsam mit allen Lichtarbeitern an der großen Manifestation teilzunehmen. Und zwar geschieht dies, sobald du diesen Satz nachsprichst. Ich erkläre alle negativen Sehbeeinflussungen in diesem Moment für ungültig.
Und wir bitten dich, diesen Satz 9-mal zu wiederholen. Währenddessen senden wir dir stützende und haltende Energien, sodass deine Ungültigkeitserklärung an Kraft gewinnt. So beginne nun. Und dann nimm einen tiefen Atemzug der Liebe und des Vertrauens, des Urvertrauens, welches wir bereits mit dir gestärkt haben, und spüre, wie sich dein ganzer Lichtkörper ausdehnt. Wir haben die Energien deiner Manifestation in unsere Hände genommen und wir tragen sie hinauf in die 11. Dimension, damit sie dort mit dem Licht der Liebe, mit der Wahrheit bestrahlt wird und dann als goldener Regen auf die Erde hinunterfließt. Dies geschieht nun. Und dies geschieht jedes Mal ein bisschen mehr, sobald du wieder beginnst, diese Sätze zu sprechen. Sobald du wieder daran denkst, und deine Umprogrammierung vornimmst. Und so kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft das hat, was du jetzt gerade getan hast, wie viel Kraft diese Manifestation besitzt und wie sie zum allerhöchsten Wohle aller Menschen wirken wird. Allerliebster Mensch, wir danken dir so sehr dafür, dass du heute hier warst. Und so ziehen wir uns langsam wieder zurück mit den Worten von Smarana und mit den Worten, wir lieben dich. Und ich, Nirjana, schließe auch meinen Kanal wieder und bin wieder ganz für euch da. Ich soll euch noch sagen, der Seelenweg jedes Einzelnen wurde mit dieser Energie bestrahlt. Und je mehr du im Vertrauen bist, je mehr du dich wieder zu Gottes Liebe öffnest, je sicherer wirst du deinen Seelenweg gehen können. Und je sicherer du deinen Seelenweg gehst, umso mehr wird sich die Fülle auf allen Ebenen für dich öffnen. Dieses Urvertrauen und das Wissen, dass jeder von euch sehr viel Kraft in sich trägt. Das ist genau das, was einen Lichtarbeiter ausmacht. Und ich danke dir so sehr, dass du dabei warst und mit uns zusammen manifestiert hast. Ja, ich habe euch alle so lieb und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns wieder. Ein Küsschen und eine Umarmung.
Tschüss.